eine Beilage, die in den Südstaaten in Amerika tief verwurzelt ist. Und das ist Maisbrot. Das Cornbread, das klassische, das schmeckt eigentlich zu allem. Und wie man diesen Klassiker herstellen kann, das zeige ich dir jetzt. Um ein ordentliches Maisbrot herzustellen, brauchst du nicht viel. Du brauchst Milch, Eier, Zucker, etwas Salz, natürlich Maismehl, Backpulver und etwas Keimöl. Lass uns das zusammenbauen. Zunächst die trockenen Zutaten mischen. Die genauen Zutaten schreibe ich dir wie immer in die Infobox. Die Eier. Bitte alles zimmerwarm, dann verbindet sich's besser. Das Öl. Und die Milch. Klumpenfrei verrühren. Dann steht so ein flüssiger Teig. Einfach eine halbe Stunde stehen lassen, dann kann das Ganze ein bisschen aufquellen und wir bereiten so lange den Dutch Oven vor. Wenn dann die Kohlen soweit sind, legen wir uns einen schönen Kreis. Nur am Rand, nichts in der Mitte, sonst wird es in der Mitte zu heiß. Topf drauf. Und Kohlen oben drauf. Ist es etwas vorgeheizt? Dann machen wir vorsichtig den Deckel runter. Etwas Schweineschmalz. Richtig schön erhitzen. Dann testen wir mal, ob es heiß genug ist. Genau so muss es sein. Und dann gießen wir den Teig in den Topf. Deckel drauf. Die Kohlen richtig verteilen wieder, dass es gleichmäßig heiß wird. Und den Deckel alle 5 Minuten drehen. Genauso auch wie den ganzen Topf, damit es keine Brandblasen gibt. Nach 20 Minuten schauen wir mal. Das sieht gut aus. Und dann einen Test machen, wie man es kennt vom Kuchen daheim. Wenn nichts hängen bleibt, ist es fertig. Man sieht auch schön, wie sich der Rand löst. Das ist das Markenzeichen von einem Maisbrot. Das zeigt dir an, wenn es fertig ist. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen drauf, aber im Prinzip könnte man es jetzt schon nehmen. Ja, jetzt hast du ja gesehen, wie einfach dieses Maisbrot, dieses Cornbread herzustellen ist. Bezieh es mal mit in deine Küche ein. Egal was du grillst oder aus dem Dutch Oven rausholst, es passt nahezu immer. Auch kannst es einfach halbieren, mit Butter beschmieren, Marmelade drauf machen oder wie auch immer einfach so nebenher knabbern.
Es ist gelingsicher und es macht einfach Spaß, deinen Gästen auch mal was anzubieten, was sie vielleicht noch nicht können.